Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock 2. Ja, wir haben in der letzten Folge, wo ist denn oben, wo ist unten? Ist das sein Fuß? Okay, der Fuß ist hässlich. Wir haben in der letzten Folge Simon Wells getötet. Boah, halt die Fresse, ich bin schädig hier. Aber eins noch. Sobald du anfängst, Dionysus Park abzusaugen, bleibt uns nur ein winziges Zeitfenster, um dich dort reinzukriegen. Ich habe nicht mehr viel Luft, aber ich halte durch. Mach dich bereit, bevor du den Schalter umlegst. Ja, ich beeile mich doch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht mehr rennen kann. Du hast in diesem Level nicht alle... Ist mir egal. Aha. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? So. Ja. Natürlich. Hier haben wir nichts mehr. Koffer. Schrotflinte. Wollen wir mal gucken, einmal eben durchladen. Zumindest die wichtigsten Sachen. Ja, die wichtigsten Sachen sind fertig, ne? Gut. Los geht's. Hältst du mich für eine Tyrannin, Delta? Eine Tyrannin, die den Traum eines toten Mannes an sich reißen will? Die Stadt ist nichts. Rapture muss sterben, damit Eleanor sich aus ihren Trümmern erheben kann. Erlaube mir, es dir zu demonstrieren. Nein. Lamb überlastet die Pumpen. Gleich stürzt alles ein zum Dionysus Park. Nein! Was? Nein, nein! Hallo? Cool. Dionysus Park, ich komme. Ich möchte, dass du dir diesen Moment einprägst. Dieser bestialische Marsch durch Geschrei und Finsternis. Das ist unsere Existenz. Alles gut, ich höre nichts. Los da jetzt, Junge! Ja, ich bin auf dem Weg. Schneller geht nicht. Ich bin fett und alt und schwer. Alles klar, jetzt soll ich es doch. Ich komme. Boah, Alter. Okay, ich muss sagen, es ist doch schon ein bisschen horrorig gerade. Ein bisschen horrorig. Fuck. Moment. Sieh hin. Entschuldigung. Das ist die Welt, die du anstrebst. Du. Allein. Unter den Toten. Oh shit. Kann der uns fressen? Wir haben keine Waffen da. Wir können uns nicht verteidigen. Hä? Wo muss ich denn hin? Hat es mir nicht gerade gezeigt, dass ich hier hoch muss? Hä? Oh. Ja gut, dann bin ich doch falsch. Entschuldigung. Keiner gesehen. Blubliblub. Ich will das nicht. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Können wir nicht einfach hier wegschwimmen? Was ist mit diesem Hai los? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich glaube, man soll Haien auch generell nicht den Rücken zukehren, ne?
Schon wieder. Big Sister ist echt ein bisschen nervig. Ein bisschen. Ein bisschen. So. Obwohl ich diese Unterwasser-Level, die Unterwasser-Parts, Abschnitte echt eine nette Abwechslung. Dionysus Park gehörte Sophia Lam, Chef. Es war so eine Art privater Zufluchtsort für ihre sozialen Experimente. Eines Nachts wurde er überflutet. Alle Gäste starben. In den Zeitungen stand, es hätte was mit dem Kult zu tun. Komm auf zur Bahnstation. Dort treffen wir uns. Jo. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich von dem guten Herrn halten soll. Huch, Fischi. Fischi. Oh. Ich hoffe wirklich, dass er auf unserer Seite ist. Ach nee, ach komm schon. Ich hoffe, wie gesagt, echt, dass er auf unserer Seite ist. Aber ich schätze mal, es ist wie in Teil 1, dass wir dann doch ausgenutzt und etwas hintergangen werden. Was echt schade ist, weil es nicht wirklich gut für das Zwischenmenschliche ist. Ne? Ihr wisst direkt, was ich meine. Zwischenmenschlich ist wichtig. Damit das alles passt. Ach, wieder hier so ein Teleportationsfarbding. Oh, Moonshine-Absinth. Gib her. Anders kann man diese Scheiße hier doch gar nicht aushalten. So. Was haben wir hier? Wo kriege ich den Code her? Ja, läuft. Ach, da unten. Läuft, sag ich da nur. So. Sardinen will ich nicht. Nein, Borat. Ja. Ja, gib mal her. So. Passt. So. Ja. Wir müssen also zur Bahnstation. Ach so, das ist hier, okay. Zur Bahnstation. Zum Glück wissen wir auch, wo das ist. Oh, kann es nicht damit aufhören. Was ist das? Zur Hölle. War das alles? Achtung! Subject Delta hat Dionysus Park trockengelegt und infiltriert. Sein Tod ist unsere Wiedergeburt. Das Leben der Tochter des Volkes liegt in eurer Hand. Halt die Fresse, immerhin habe ich es trockengelegt. Das kann man hier wieder rein. Meine Wenigkeit ist das jüngste Mitglied der Familie Ranchers. Ich habe Wales was verzapft. Ja. Tribune mich daran hindern, dem Volk reinen Wein einzuschenken. Und ohne ein Wort zu sagen, drückt er mir eine Einladung für diese Künstlerzuflucht hier im Park in die Hand. Lam hat mir die Nummer vom frustrierten Schreiberling abgekauft. Sie unterstützt mich sogar. Ich soll alles aufschreiben, während ich hier bin. Okay. Nur, dass meine Story von ihr handeln wird. Und ich glaube, das Ende wird ihr nicht gefallen. Ja, das, ist mir doch etwas egal. Hackfile. Was ist denn theoretisch, wenn ich mich...
Ja, das war jetzt natürlich der letzte Hackpfeil und das bringt mir hier auch nicht wirklich viel. Schlau, schlau. Aber so kenne ich mich. So kenne ich mich. Hallo? Entschuldigung, haben Sie den Automaten kaputt gemacht? Ich finde es nicht okay. Ja, nee, tschüss, tschüss, nein. Einfach nur nein. Nope. Brauche ich nicht. Ja, brauche ich anscheinend schon. Gut. Wollen wir mal gucken, ob wir es hinkriegen. Oh, wollen wir hier erst einmal reingucken? Wow, hier ist einfach mal gar nichts. Yay. Tja, die gute Nacht. Es wird erst gespeichert. Nachricht ist, ich habe eine neue Bahn für uns gefunden, aber die Station ist immer noch außer Betrieb und wir sind nicht alleine. Ich sehe einen Schatten in der Wachstation. Ich bleibe in Deckung. Sondier du mal die Lage. Oh ja, natürlich. Natürlich. Ist ja nicht so, dass der große Tauchermann auch Gefühle hat oder... Ne? Gesundheits... Abfackeln 2, Winterblast 2, ja, das ist alles so teuer. 120, ein Gesundheitsupgrade könnte echt nicht schaden, ne? Oh, warte mal, hat der L2 gedrückt? Ah, hallo Jungs, mein Name ist Stan Poole, Rapture Tribune. Ein gutes Blatt, bevor die Leute aufhörten, es zu lesen und eine andere Verwendung dafür fanden. Jedenfalls möchte ich euch ein Geschäft vorschlagen. Kommt zum Bahnhof. Nein. Ich bin hier in der Wachstation. Ah, alles klar. Mr. Poole. Mr. Poole, wie auch immer. Two Trains. Machen wir, kriegen wir hin. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass die Big Sister hier gleich vorbeischaut. Wer ist denn da jetzt explodiert? Leute. Partner! Wir waren Partner! Wir seien 50-50, habe ich gesagt! So. Dionysus Park war mein Zuhause, Delta. Ja, weiß ich doch. Ein Experiment in sozialer Einheit, zunichte gemacht durch menschliche Torheit. Mit jedem deiner Menschen. Schritte entehrst du das Andenken daran. Naja, vielleicht versuche ich es einfach wieder aufzubauen. Dumme Schnäpfe. Tja, Lem weiß, dass du hier bist, aber ich bin inkognito unterwegs. Die Sache ist die, seit du den Park trockengelegt hast, schnüffeln hier die Little Sisters rum. Auf der Suche nach Adam. Und das kann ich nicht brauchen. Warum? Ich brauche Adam. Aha. Natürlich. Natürlich. So. Das. Ein bisschen hacken. Oh, Alter. Was war das denn? Wow. Ey, das hat sich ja... Boah, das hat sich gelohnt, Alter Vater. So, machen wir Reduktion von... Ja. Okay. Sieht gut aus. Einmal kurz hacken. Tü, nichts passiert.
Tja, Jungs. So ist es. So. Up to the Bahn. Sorry. Hä? Ah. Nimm das, Vater, und beeil dich. Was? Mutter kann mich nicht hören, aber sie... Sie sieht mich direkt an. Und ihr Gesicht. Naja. Was? Alles klar. Cool. Entschuldigung, eigentlich lache ich nicht so. Ja. Läuft. Läuft. Definitiv. Hat sich gelohnt. Ey, gib mir das. Deine Dosenfrüchte. Und das nehme ich auch. Nehme ich noch? Ja, das nehme ich auch. Da war einfach mal gar nichts drin. Toll. Fahrplan. Wo geht's denn hin? 11 Uhr, 11.30 Uhr. Mhm, Ryan Amusements, Fontaine Court, dein nicest Park. Okay. Ja. Nein, ich gehe jetzt erstmal dahin, wo ich hin soll. Haben wir hier irgendwas? Mhm. Erzählen keine Geschichten, habe ich recht? Falsch! Denn wenn Adam im Spiel ist, hat jeder Tote eine Story auf Lager. Und mhm. Lam weiß, wie man sie liest. Wenn sie das Zeug in die Finger kriegt, ist es aus mit mir. Ich möchte also, dass du die Story von Dionysus Park für immer beerdigst. Yeah. Schaff mir die Little Sisters vom Hals, auf deine Art. Ach komm schon. Wenn du das tust, entriegle ich die Station für dich. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Ach, komm, nee. Auf Versprechen in diesem Spiel wird schon mal gar nichts mehr gesetzt. Ich würde sagen, er hat was zu verbergen. Aber so macht das Raten keinen Spaß. Er hat sich in der Wachstation eingeschlossen. Wir müssen also mitspielen. Finde diese Sisters. Oh, Piano-Bar. Alles klar. So, dein nices Park. Ich komme. Yeah. Oh, schön. Wirklich schick, schick. Das ist, ja, schick. Oh Gott, muss ich da jetzt echt die ganze Zeit suchen? Ach, komm schon. Ach, komm schon. Warum läuft das hier eigentlich nicht voll, hä? Ey, hör auf damit. Was habe ich gerade gesagt? Gut. Stimmt ja nicht mit ihm. Alter. Ey, jetzt ist echt die Frage, ich weiß nicht genau, wo uns das irgendwie hinführt. Huch! Merci. Ja, mach das. Ist mir relativ egal. Schnäpfe. Ach, da bist du. Was machst du da? Also. Mhm.
Nee, brauche ich nicht. Alles gut. So. Hier ist keine. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das. Ja, komm, von mir aus. Oh, warte mal. Ich muss mal ganz cool. Nee, alles gut. So. Du täuscht dich in mir, Delta. Ich weiß. Haben wir irgendwo. Irgendwo. Da ist einer. Kellerlagerraum. Kellerlagerraum. Da hinten ist auch noch einer. In der J. Fisher Galerie. Ich will keinen Adam für mich haben. Eleanor ist der Traum. Ja, natürlich. Und sie braucht keine Waffen und keine billigen Tricks. Na klar. Das glaube ich dir doch. Natürlich. Hey. J. Fisher Gallery geht hier lang. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal hier lang. Warum bin ich nur noch so langsam? Kalt. Was? Komm hier, schön Mello. Hm. So. Okay. Was war das? Tante Mello. Oh, oui, oui. So. Da ist schon. Ach so. Also diese Sache mit den Heckpfeilen finde ich echt geil. Hast du mich gerade Klapper gestellt? Natürlich. Klar. Nee, später. So, was haben wir da? So. Selbstbewusstsein ist kein Wunder, Eleanor. Es ist ein Trick der Gene. Eine endlose innere Leier, die ständig fragt, was ist für mich drin? Um der Welt zu dienen, müssen wir gegen das Selbst. Bist du bereit? Also, hör mir nicht mehr zu. Hör mir nicht mehr zu. Okay. Nicht okay. Zuhören. Ja, okay. Schwierig, nicht wahr? Oh, Scheiße. Worte sind oft nur ein Schleier, ein Tarnanstrich. Spiel diese Aufnahme ab, bis du die Worte nicht mehr hörst. Dann wirst du die Menschen vielleicht so sehen, wie sie wirklich sind. Aha. Jo. Oh Mann. So. Wo geht's denn dahin? Ja, das weiß jetzt natürlich keiner. Okay, wir müssen auf jeden Fall dahin. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Also bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es ist immer noch ein sehr spannendes Spiel, auch wenn es ein bisschen nervig ist, dass die Gegner so viel Damage austeilen. Aber es gehört dazu, wir sind bis jetzt doch relativ gut durchgekommen. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.